Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel Röpi und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Tales of Xillia. Ja, geil. Und ja, wir sind immer noch in dieser Höhle, die vom Miasma heimgesucht wird. Was ist da? Saphirschale? Okay. Und ja, ich bin mir noch etwas unsicher, was genau wir hier machen müssen. Wir sollen auf so Dinger drauf springen. Hier wäre bestimmt eins irgendwann. Hier ist schon wieder so ein Erdziegel direkt vor so einer Tür aufgetaucht. Aber wie wir diese kaputt machen sollen, das weiß ich nicht. Deswegen gucke ich mich erstmal überall anders rum. Und hoffe, dass Miasma, was wir schon irgendwie freigesetzt haben oder auch nicht, wird uns nicht qualvoll sterben lassen. Was bekomme ich denn hier für geile Sachen? Auge der Dämonenbestie. Ja, das sind keine geilen Sachen. Die sehen auch alle aus. Du hast eine Spitzhacke, was? Hast du den Hauptcharakter von Minecraft getötet oder was? Ja, hier ist der Ziegel und wir müssen. Au! Wir müssen irgendwie das kaputt machen, aber wie? Ach, da oben, da kann man runterspringen. Ah! Jetzt ergibt alles einen Sinn! Das erklärt natürlich alles! Ja, ich glaube, nach links müssen wir. Das ist auch verdammt hoch gewesen. Zum Glück gibt es hier so viele Sackgassen, wo ich mich nur umschauen kann, bevor wir einen qualvollen Tod sterben. Ich sehe, da kommt gleich Kontakt. Erstmal, wir sind alle tot. Das wäre nicht so schön. Gegen ein paar Monster sollte ich aber vielleicht noch kämpfen. Ich habe es jetzt nur gegen. Doch, eigentlich habe ich schon gegen welche gekämpft. Boah, Entschuldigung. Boah, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Nee, schon seit zwei, drei Parts. Nicht sehr schön. Ist erleichtert ein bisschen, aber man muss nicht unbedingt hören, wie ich hier in der Aufnahme rumrufe. So, bäh. Das wäre vielleicht nicht so schön. Obwohl, weiß ich nicht. Vielleicht hören einige das ja gerne. Vielleicht haben ja einige einen Rülpsfetisch. Weiß ich ja nicht. Ich kann nichts sehen. Ah, ich kann nichts hören. Es ist zu dunkel hier. Dams. Nein. Upsala. Mila steht da hinten oder so und macht es gemütlich. Au. Hilf mir hoch. Danke. Danke, Jude, mein Bitch. Dium. Affinierter Brecher. Ah, verdammter Dreck. Oh, du hast ein Ding jetzt eingesetzt, geil. Also du hast unsere Allheilmittel eingesetzt. So, und jetzt erstmal Kombos. Damn. Zack. Verdammt, ich war noch nicht fertig. Und er dreht sich nochmal um. Ich habe mich umgedreht, um einen Standpunkt festzulegen. Ich habe mich wieder umgedreht. Die Legende von mächtigen alten Knacker. Okay. Klingt jetzt schon gut. Is it just me or are we the strongest group ever? Whoa, come on, Leia. You need to calm down. No, Jude, you need to calm the heck up. Why can't you be happy about this? I, for one, am moved by our achievement. I never imagined I'd be so strong at this age. That is quite an accomplishment. No Iggy Bat can stop you. I'm proud of you, Rowan. Überleg mal, wie stark wir im hohen Alter sein werden. The legend of mighty Giza has only just begun. See, Jude, you need to be more like Rowan. Get into the spirit. Guards down. What? No matter how strong you get, you still drop your guard when you get excited. You need to work on that. That whole act was just to catch me off guard? Possibly. Oh, but I truly am happy to be this strong. That's one point for Rowan. Fine, I'll be more careful. Ja. Da wollte sie auf Jude rumhacken und jetzt wurde sie drauf umgegangen. Aber überlegt euch mal, wie stark Elise erstmal im hohen Alter sein wird. Hallo? Ich meine, wenn sie jetzt schon so stark geworden ist. Irgendwie peinlich. So, wo ist das Dingen? Where are you? Bist du hier? Geil.
punktgenau getroffen, obwohl ich nicht in der Mitte war. Aber noch punktgenau. So, wieso habe ich das jetzt aufgemacht? Dahinter ist so ein Miasma. Hallo? Nein. Ach ja, stimmt. Das ist der Weg, den ich hochgeklettert bin. Und unter Geschoss 2, natürlich. Oh, das sieht sehr einladend aus. Boah, und schon wieder so viele. Okay. Dann gehen wir hier lang. Weil das sieht einladend aus. Da muss eine Truhe. Ganz oben. Gehen wir da hoch. Ich werde hier müssen wir auch irgendwann runterspringen. Muss den ganzen Weg nochmal hier hochklettern. Supi. Oh nee. Gutes Salbei. Boink. Na, komm mal, wechsel dich. Nein. Mann. Oh, verdammt. Oh, oh, oh. Ah. Was war das denn? Warum bin ich so schnell gestorben? Was ist da passiert? Warum bin ich gestorben? Und zwar so schnell. Sie hatte doch voll AP. Ey. Was ist denn hier passiert? Bams. Wow. Elise. Nein, er greift Elise an. Ihr Sackgesicht. Hört auch damit. Und wir sind gleich alle tot. Okay, dann setz mal hier einen. Nee, einen Schwankerl ein. Einen schmächtigen Kerl. Aua. Jules, warum bist du immer noch tot? Wow, dafür, dass sie uns so viel Probleme machen, sind die ganz schnell tot. Wie ist das passiert? Da muss ich gleich mal in der Aufnahme gucken. Wie ist Mina so schnell gestorben? Was ist da passiert? Ich war jetzt vollkommen verwirrt. Achso, boah. Das sah seitlich irgendwie so komisch aus. Hey, ein rosafarbener Smaragd. Wir haben einen. Okay, wenn wir aber jetzt erst einen bekommen können, dann muss es doch bedeuten, dass wir irgendwann nach Resemax hier zurückgehen können, ne? That logic. Ja. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann zurückkommen, das ist jetzt bewiesen. So, und ein, das ist aber, bist du behämmert. Aha. Ja. Ah. Oh. Ah. Ein seltsamer Kern. Viel Glück damit. Okay. Warum denn? Wir brauchen Glück, wenn er Können hat. Mein Können quillt nur drüber. Er geht weg. Boah, wie weit verfolgt mich das Scheiß, wie ich denn? Okay, da haben wir das Siegel schon mal. Ja. Genau. Ja, dann erstmal wird er mal dicker. Gehst du weg? Gehst du? Tja. Ja, jetzt läuft er wieder. Ich gehe nach links, glaube ich. Nein, wir wissen genau, wo wir sind. Zwinker. Geh weg, geh weg. Okay, gehst du weg? Ja, gehst du weg? Ja, bist du behämmert? Ja, bist du behämmert? So, hier haben wir einen Beutel. Und da ist eine Tür. Wir wissen genau, wo wir sind. Was kann ich denn dafür, wenn du nicht weißt, wo wir sind, Mila? So, jetzt muss ich nur an dem das verdammte Erdsiegel hier finden. Boah, wo kommst du her? Geh weg, da ist es. Und wir müssen tatsächlich genau von da runterspringen, wo ich prophezeit habe, wo wir runterspringen müssen. Ich bin so gut, ne? Das ist einfach nicht zu fassen. Das ist schon fast illegal.
So. Petri Heil. Punktgenau. Es war punktgenau. Von der Perspektive sieht es nur ein bisschen anders aus. Cell. Über der Tür war ein T. Und da ist was Glitzerndes. Brrr, geh weg. Boah, Entschuldigung, schon wieder am Aufstoßen, Mann. Nicht gut. Was habe ich denn gegessen? Ja, geh weg. Und wir können schon mal hier weiter. Untergeschoss 3. Das mir erstmal bringt, jetzt wo ich darüber nachdenke und uns doch gar nicht, wir haben noch Silves Schutzschild. So, gehen wir erstmal hier lang. Oh, und schon wieder aufstoßen. Boah, ist das geil. Boah, heute lege ich echt richtig los. Oh, ein Loch. Oh, hallo. Na? Und schon wieder aufstoßen. Zum Glück sind nur noch 4 Minuten. Ja. Hier ist nichts. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für überhaupt nichts. Ja, genau. Wow. Wow, das hat mich noch eine rosa Farbe. Das macht. Ich brauche nur einen, glaube ich. Zum Glück behalte ich mal 5 Sachen. Das heißt, ich kann die nie aus Versehen verkaufen. Das ist schon mal gut. Aber wir können da Riesenmax ja zurück, ne? Müssen wir ja eigentlich. Geh weg. Aha. Ja, ey. Hä? Oh. Ah. Ah. Wir können hier nicht hoch. Fokus dies. An hier auch. Nö. Hä? Normal. Dann gehen wir da hinten lang. Wenn es unbedingt sein muss, dann stelle ich mich eben gegen den Spielfluss, was soll's. Nee, hier sind wir da auch schon. Nee, jetzt sind wir nicht lang gegangen, hallo. Das hat auch gar nichts erkundet. Also ich sehe schon Beutel hier von hier aus, aus Kilometer weiter Entfernung. Hier waren wir noch nicht. Hahaha. da lang, ja. Dieser Weg spricht mich an. Ist hier ein Loch? Nee. Nur eine Tür. Sah jedenfalls so aus. Aber es war einfach nur eine Wand. Können wir da? Ja, wir können hier runter. Lass mich hier runter. Ich will's. Ich will's. Ich muss es. 10.000 galt. Ja, suppe. Naja, schaffen wir in dem Part nicht mehr. Schade. So, da haben wir unser nächstes Siegel. One Nut. Und da ist schon wieder Miasma, das sich bildet. Da näher kommt. Da ist ein Alfred Schatz, hallo. Auch hier, schön. Na warte, jetzt kriegst du eins auf die Fresse. Jetzt kriegst du volle Pfund aufs Maul. Mira mal an erster Stelle machen. Die Verbindungen, die werden die ganze Zeit getrennt. Final Gale! Den Aphrodite nehmen wir uns auch noch heute. Geum! Geisterspirale! Okay, schaffen wir noch locker! Ich schaffe euch nicht, natürlich schaffe ich euch. Das sagst du auch nur, weil ich jetzt nichts anhab. Okay, was? So. Hey. Mein Mysterious. So, da würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillai. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Beinahe meine Verabschiedung vergessen. Tschüss!